nochmal werde ich es nicht probieren. Ich habe schon keinen Bock mehr auf diesen blöden Level hier. Der Level ist wirklich einfach nur scheiße. Von vier Seiten und das mit den vier Seiten würde ja nicht mal so stören, aber so unübersichtlich. Hier rein, dann wieder da zurück. Du weißt gar nicht, in welche Richtung. So schnell kann man gar nicht schauen. Das ist einfach nur ungut und macht keine Laune sowas, ne? Da, hier. Naja gut, jetzt habe ich hier Spikes wenigstens. Also mit den Vieren sollte ich hier doch jetzt halbwegs auskommen, ne? Das gibt's ja nicht, dass das jetzt noch immer nicht geht hier. So, jetzt machen wir die zwei Hütten hier schnell, dass die Upgrades billiger werden. So, da haben wir... Muss immer schauen, ob genug Nägeln da sind, Leute, das ist ekelhaft sowas. Aber ich sag's euch, wir werden es wahrscheinlich nicht hinkriegen, das glaube ich fast nicht. Weil es fehlt einfach die Übersicht. Ich werde mich bemühen, dass wir es schaffen, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil bisher hat es auch nicht geklappt und ich mache jetzt eigentlich nichts anders als wie vorher, ne? So, Wave 16. Versuchen wir hier ein bisschen upgraden, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Nicht mal bei langsam hat man hier eigentlich eine Übersicht. Das ist richtig ungut. Das ist einfach unübersichtlich hier, dieser Level. Der ist richtig ekelhaft. Einfach keine Übersicht da. So. Und jetzt upgraden wir diese Spike Factories hier. Beziehungsweise, bevor ich das upgrade, werde ich irgendwelche anderen Tower hin. Ich überlege gerade welche. Ich hätte schon eine Idee. Und zwar den da. Der macht nämlich nicht so schlechten Damage, muss man sagen. Die Frage ist nur, wohin? Diese Tower würden aber schon helfen. Also ich werde das hier hin und hier hin und dann geben wir die ersten Tower mit. So, jetzt hat der Tower, der kriegt dann auch gleich Tower. So, das sollte doch jetzt hinhauen. Das machen wir dann wieder noch zweimal in der Hoffnung, dass das wirklich einen Sinn hat, endlich. So, die haben wir ja schon geupgradet. Wie viel kriege ich jetzt? 14. Boah, ist das ekelhaft. Und ich muss auch an die Stahlblunz denken. Das ist mein nächstes Problem. Wir müssen mit den Stahlblunz hier auch ein bisschen haushalten. Sonst wird das nämlich auch nichts. Das heißt, ich werde hier jetzt einmal die dicken vorbereiten. So. Hier noch und als nächstes hier. Die halten jetzt ein bisschen mehr aus. Also, wenn jetzt nur was durchgeht, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Dann kannst du wirklich nichts machen. Wolf 22. So, bereiten wir das hier vor. Hier auch. So, jetzt haben wir was gegen Stahlblunz. Jetzt müssen wir hier dafür sorgen, dass da ein bisschen mehr rauskommt in Spikes. Ich gehe da gar kein Risiko mehr ein. Also es ist wirklich, ihr seht, es ist extremst kompliziert, dieser Level. Übersicht ist nicht vorhanden. Es ist wirklich, man kann nicht schauen, wo kommt was. Weil du siehst es sowieso nicht, ne? Die kommen von hier, dann ineinander, von hier auch. Das ist so unübersichtlich und ungut. Das ist richtig ekelhaft. Ich versuche hier nur ein bisschen Geld zu machen. Leben kriegen wir ja keine zurück, leider. So halbwegs funktioniert das. So. Jetzt werden wir das für Geld hier nur nehmen. Jetzt kommen die Stahlblunz hier. Sind im Moment ja nicht das Problem. So. Wir brauchen noch mehr Spikes, sonst kriegen wir noch mehr in die Fresse, beziehungsweise wir sollten die dann ein bisschen ausbauen. Nee, das nehmen wir nicht hier. So, Wolf 30, wieder Stahlblunz. Ein paar mehr halt. So, haben wir das ja geupgradet? Ja. Jetzt machen wir das hier, dass wir mehr Spikes kriegen. So, das muss doch funktionieren so jetzt. So. Vorerst sind wir sicher.
Ich werde hier das 3er-Upgrade nehmen, die dicken Spikes. Ich glaube, das ist am gescheitern. So. Dann upgraden wir das hier mal. Also ihr seht, selbst mit doppelt Geld-Upgrade ist es schon extrem schwierig hier. Also das ist echt ein Wahnsinn, dieser Level. Und davon platzt man natürlich richtig ungemütlich. So, jetzt werden wir die beiden hier mal fördern. Kann jederzeit was durchgehen. Wahnsinn. So, da unten natürlich das gleiche. Das ist Wave 36. Das ist so dreckspannend, Leute. So, das haben wir auch. Wave 37. So, dann werden wir die da mal ausbauen. Den genauso. Zack, 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 zack. So, jetzt kommen nur ein paar Stahlblons, aber wenn mal die Spikes da sind, dann geht's ja, ne? So, Wave 37 immer noch, Wave 38. Jetzt sind schon ein Haufen, da seht ihr, was ich meine? Wumm, 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 wumm von allen Seiten. Also, da kann man nur alles abdichten, das ist aber schon extrem schwierig. So, dann machen wir hier mal überall die dicken Spikes. Da oben fehlen zwar noch. So, jetzt haben wir es hier auch. Eine schöne riesen Range hier. Jetzt behaupte ich mal, vorerst sind wir sicher, das geht. 6 so kleine Tower sind immer da, das haut auch hin. Wave 40. So, dann können wir das da mal upgraden. Lass mal ein bisschen mehr Moos noch kriegen. Ja, das Schwierigste ist halt der Anfang. So. Dann kann man sich das da leisten. So, Wave 43, wir nehmen... Oh, seht ihr, was ich meine? Jetzt kommen schon die Keramiks. Giftig, giftig. So, das erste Auge haben wir gleich. Jawohl, so das erste Auge haben wir. Dann das nächste gleich, sobald es geht. Also die Augen sind am besten, weil die hauen irgendwie überall hin. Ich glaube, von denen sollte ich mehr nehmen. Fast nur ein drittes vielleicht. So, dann klären wir die Kohle hier für das zweite. Ekelhafter Level, ich mag den überhaupt nicht. Und auf unplatzbar ist er richtig giftig. So, zwei Augen haben wir. Wave 46, ein Boss. So, den haben wir unter Kontrolle. Wave 47. Soweit kommen wir halbwegs klar. Jetzt werden wir hier nur upgraden. Wir werden vielleicht auch Super Monkeys nehmen, die sind nämlich nicht so schlecht, die machen ordentlich Damage. So, mal das da zuerst. Geld haben wir jetzt halbwegs genug. Das sollte jetzt machbar sein. Dass wir das halbwegs überleben hier. So. Wave 49 ist das, Leute. So, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt richtig unverschämt sein. Ich werde jetzt das hier upgraden und danach das auf der anderen Seite. Wave 50 ist es gerade übrigens. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da überhaupt kriegen. 10 mal... 10 mal was? 1200 oder was? So, das sind 12.000 pro Runde. Das ist dann schon einiges. Also mit dem Doppeltgeld. Später ist dann leichter, aber am Anfang ist es sau schwer hier, Leute. So, ein bisschen Kohle brauche ich noch. So, jetzt haben wir 4 mal die voll ausgebaute Spike Factory. Das muss doch mal reichen hier.
Was wir jetzt dann brauchen ist Staubsauger. Wir nehmen dazu 4. Einen hier. Der soll auf dem stärksten gehen. Gleich das Boss-Upgrade natürlich. Und einen gegenüber. Hier. So. Zack, 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 zack. So, wir brauchen aber nur Kohle. Das heißt, es wird sich erst nächste Runde dann ausgehen, dass wir die anderen beiden da unten noch zusammenkriegen. Wave 53 ist es. So. Dann bauen wir hier einen. Ebenfalls auf dem stärksten. Und gegenüber auch. So, komm her da, da. Hier kann ich nicht hin, dann gehen wir hier hin. Auf den stärksten, mein Freund. So, haben wir den auch? Sehr schön. Boah, ich denke mal, vorerst sind wir sicher. Durch diese riesigen Nagelfactories ist ein gewisser Schutz da. Sodass auch, wenn jetzt stoßweise was kommt, das aufgehalten werden kann. Im Moment geht's. Sollte hinhauen. Was wir jetzt noch machen könnten, wären U-Boote in die Mitte und vielleicht auch Flugzeugträger. Flugzeugträger wären sicher nicht was Schlechtes. So, bauen wir 2 Träger. Bauen wir gleich 2. Sicher ist sicher. Zack, zack, zack. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Maus. So, jetzt haben wir 2 Träger. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Problem ist halt, die haben halt eine extrem kurze Strecke. Aber es läuft soweit. Zum Schluss wird es halt wieder spannend, wenn die ganzen Grünen kommen, dann wird es dreckig. Wave 85 wird eine Huren-Wave. So, wir sollten einen Supermonkey hier noch hin. Und zwar nehmen wir hier das Max-Upgrade rechts dann. Na, no. Wir können ihn da hinsetzen. So, jetzt müssen wir auf 27.000 warten. Also ihr seht, später geht es so halbwegs, ja, aber am Anfang ist es extremst schwierig. Ey. So, Wave 60 haben wir. Kommt so ein roter, weg ist er. Wave 61. So, jetzt können wir den auf Max ausbauen. Der andere muss nur warten. Wave 62. Die 2 Träger in der Mitte, die sind auch schön fett da. Brauchen gescheit viel Platz. So, den haben wir auch auf Max da unten. Wave 63. Dann muss man die Range anschauen. Der schießt sogar darüber. Sehr gut. Eine riesen Range. So kann man arbeiten. Wave 63. So, Wave 64. Wave 65. So, dann werden wir hier noch 2 Supermonkeys bauen. Ebenfalls das rechte Max-Upgrade. Das mache ich dann da oben auch nochmal. Na, ist hier kein Platz? Doch. So. Und weiter geht's. Extrem, extrem. Wave 67. Wave 68. So, diese Factories, die brauche ich jetzt eh nicht mehr. Jetzt haben wir wirklich genug Geld. Also an dem liegt es nicht mehr. Verkaufen wir das. So, den können wir auf Max. Was können wir noch Gutes tun? Was haben wir für Dauer? Wir brauchen. Geht der in die Mitte hier? Das wäre super. Nee, leider nicht. Bomber will ich jetzt keinen. U-Boote habe ich keinen Platz mehr. Eventuell noch 2 Dörfer.
Hier nur ein Kackdorf. Und hier ein Kackdorf. Die sind nämlich echt nicht schlecht, die Dörfer. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen auf Geld warten. Wave 69 ist es. Wird gleich alles eingesaugt, also wir sehen die im Moment gar nicht mehr. Wir haben wirklich eine Spitzenverteidigung. Wave 70! Wave 71! Kommen sehr viele Bosse, aber okay. So, das Auge ist auch fertig. Jetzt haben wir 4 Augen. Plus 4 Supermonkeys zum Aktivieren. Wave 73. Wave 74, so. Ich glaube, so halbwegs haben wir es jetzt unter Kontrolle. Da kann jetzt echt nichts mehr durchflutschen einfach. Das sollte wirklich hinhauen. Wave 75. Auch wenn so ein Stoß kommt, sollte man das eigentlich überleben jetzt. Die Bosse selbst, ich denke nicht, dass die noch ein Problem sind. Wave 76. Das war so ein kleinerer Stoß. Naja, kleiner, eigentlich ein großer. Wave 77. Soweit haben wir es unter Kontrolle. Wave 78. Die 4 Augen machen halt auch schön Damage. Die sind sehr wichtig. Überlege, welche Tower wir noch brauchen könnten. Vielleicht noch Sniper. Wir machen noch ein paar Sniper. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.